Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast Whistleblower. In der letzten Folge wurden wir von unserem Arbeitgeber als verrückt erklärt, eingewiesen und sind aus mir noch unbekannten Gründen entkommen. Irgendwie ist der Strom einfach ausgegangen. Und ich habe gerade echt Schiss, den Gang hier weiterzugehen. Okay, oh, hier sieht es schon angenehmer aus, wenn ich ehrlich bin. Da können wir doch bestimmt rein und irgendwo vielleicht eine Batterie oder sowas einsammeln. Hier muss es doch irgendwas geben, aber ich sehe nichts blinken. Das Zeug blinkt normalerweise. Ach so, hier geht's weiter. Ah. Gut, das was zum Verstecken. Das merkt man sich. Auf jeden Fall. Ach so. Den Eingang habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Bin ich einfach dran vorbeigelaufen. Hm. Kann ja mal passieren. Ah, ich habe keine Batterie oder sonst was gefunden. Alter, sehr krass. Und wir sind barfuß, sehe ich gerade. Ist mir vorhin auch noch gar nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Alter, ich habe echt Schiss. Oh, ich denke mal, es bewegt sich überall irgendwas. Das macht es mir nicht leichter. Und sein Geschnaufe da macht mir auch mehr Schiss als irgendwas. Da amüsiert sich einer als Metzgermeister. Goddammit. Schnell weg von dem kranken Bastard. Ah, da kocht eine Hand. Tee. Ich wollte da trotzdem rein. Ich weiß, es ist verrückt, aber trotzdem. Ach, der zersägt da gerade irgendwen. Ernsthaft? Oh, oh. Mach halt nicht so einen Lärm. Sag mal. Ah, es geht einfach außen rum. Geht's da rein? Nein. You stay where the fuck you... Oh Gott, jetzt müssen wir zu dem hin, um an ihm vorbeizukommen. Oh. Seriously? Don't you look at us. I love him. You love him? That's why you have his head in an... in a Mikrowelle. Microwave. Das ist das englische Wort. Holy shit, hey. Die haben doch alle einen Vollschaden. Ich meine wirklich. So richtig. Oh oh. Was war das für ein Geräusch? Komm, schnell. Wieder raus hier. Mach die Tür mal zu. Gut. Jetzt geht's mir tatsächlich schon wieder etwas besser. Oh Gott. Really? I'm coming, Cooper! I just have to lock the... There. I'm coming! Hold on! Ich sehe niemanden. I have to unlock the handcuffs. Hm. Ich weiß nur leider nicht, wo ich den Schlüssel dafür herbekommen soll. Das finde ich gerade schlecht. Geht's da in die andere Richtung irgendwo hin? Nee. What? Ah, da oben geht's drüber. Jawohl. Perfekt. Zum Glück ist die Tür zu, da wollte ich sowieso nicht wirklich rein. Da war es mir doch etwas zu dunkel. Oh Gott, das ist der kranke Bastard mit seiner Säge. Oh oh. Nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Alter. Wo finde ich diesen scheiß Schlüssel? Da kommt er wieder.
Holy shit. Alter, ist der ekelhaft. Oh, nein! Oh. Wie zum Geier hat der mich überhaupt gesehen? Scheiße! Alter, leave me the fuck alone. Are you serious? Ach, jetzt klettert der da auch drüber. Oh. Okay, das gehen wir diesmal etwas vorsichtiger an. So. Let's try this again. So. Diesmal sind wir etwas vorsichtiger. Aber wie hat der uns da unter dem Tisch gesehen? Also das verstehe ich wirklich nicht. Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Aber ich würde fast sagen... Warte mal, hier geht's rein. Mist. Oder auch nicht. Wir verstecken uns diesmal hier drin. Und wenn er dann da reingeht, können wir uns da vorbeischleichen. Also gerade ist er auf jeden Fall dann hier rumgegangen. Ich hoffe, den Weg wählt er dieses Mal wieder. Würde mich sehr freuen, durchaus. Durchaus. Wo bleibt er denn? Komm. Don't make me wait. Muss ich dich erst holen? Muss ich dich wirklich erst holen? Nein, ich höre seine Säge schon wieder. Er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Hallo? Wo bleibt er denn? Ich höre ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Für mich verarscht. Wo ist er denn? Da kommt er wieder. Der Sack. So, genau. Jetzt gehst du da rein. Ich gehe hier lang. Oh, oh. Scheiße! Warum? Oh shit. Mist, ich hätte einfach weitergehen sollen. Dinner does not bell. Hau bloß wieder ab. Scheiße, jetzt guckt er unter das Bett. Der guckt jetzt aber nicht auch unter das Bett hier, oder? Oh oh. Geh einfach wieder weg. Oh, zum Glück. Ja, er geht wieder. Oh. Holy shit. Alter. Kranker Bastard. Dieser kranke Bastard.
Boah, ey, es ist ja schlimm, es ist ja richtig schlimm. Ich traue mich gerade auch nicht wirklich aufzustehen. Und eher zu laufen. So, jetzt geht's da oben lang. Ah ja. Oh! Batterie? Nothing itches. Just leave me alone. Ich brauche diesen scheiß Schlüssel. Oh oh. Da ist der Schlüssel. Ja. Ich gehe mal hier rein. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Wobei, das bringt mir jetzt gerade auch nichts. Ich muss ja irgendwann mal weiter. Haha. Oh oh. Ja. Tell me a secret. Ja, okay. I don't trust you. Okay, der scheint mir nichts zu tun. Gut, es freut mich natürlich. Aber lass mich bitte trotzdem in Ruhe. Ich weiß, du meinst es nur gut, aber trotzdem. Ich bin ganz gern alleine. Oh oh. Da kommt doch der Onkel Doktor wieder. Scheiße! Au! Ja, ja, der liebe Onkel Doktor. Alter, hau ab. Oh oh. Shit. Lauf, 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 lauf. Gehen wir wieder da rein. Bin ja komplett schmerzfrei. Alter, du Bastard, du Elender. Holy shit. Hier kommt der Typ nicht her, glaube ich. Oh, oh, wer kommt da? Oh shit. Sag mal, wie kommt denn der Onkel Doktor hierher? Ach so, du kannst ja wieder drüber klettern. Ach du Idiot. Oh hey. God damn it, leck mich am Arsch. Puh. So, jetzt muss ich mich erstmal kurz richtig erholen. Oh oh. Ist das wohl einer von den beiden Typen, die hier gerade waren, oder wie? Oder was? Oh, ich zitter voll. Hatte ich auch schon lange nicht mehr bei einem Spiel. Möchte ich ja tatsächlich gestehen. Aber hier ist nichts. Was soll denn das? Wie tausche ich die Batterie? R. Ich habe nur noch eine. Ich kann auch nur zwei tragen. Okay, das ist wahrscheinlich wegen dem Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Und sparsam. Was war das? War ich das? Ich hoffe, dass ich das war. Oh! Alter! Das
bist du für einer? Oh, oh. Holy shit. No, 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 no. Alter, geh weg. Oh, oh. What? Scheiße, komm, schlag die scheiß Mauer ein. Los, 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 los. Jawohl. Puh. You fucking kidding me? I'm not yours. Exit. Das war so klar. Das war so klar. Die Hoffnung war da. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was ist denn da oben? Oh. Was? Hat der Typ wohl noch jemanden gekocht oder gebraten da drin oder was? Gottes Willen. Aber hier oben ist nichts. Wahrscheinlich findet man in leichteren Schwierigkeitsgraden hier eine Batterie oder irgendwas. Einfach mal Wild Guess meinerseits. Also gut. Dann gehen wir da wieder runter. Alles klar. Ich hätte trotzdem gerne eine zweite Batterie. Dass es da hinten so dunkel ist, gefällt mir auch überhaupt nicht. Okay. Was haben wir hier? So, excerpt from the recordings of Dr. Bruce Newhouse, MD, employed by Mount Massive. Father Clark, far be it from me to lie to a man of God, so let me at least say that I will do my personal best to improve the safety of your working conditions. I and the rest of the staff truly appreciate everything you do for our patients, and if you feel threatened by anybody in particular, simply let us know and we can either increase chemical restraints or administer a lobotomy or similar calming procedure. Don't underestimate the contribution your sermons offer our patients, especially considering the depth and necessarily chaotic nature of hypnotherapy. Our patients need the bedrocks of God and family. Not all of our poor unfortunates have family to call upon, and so the burden and calling is yours. We are all of us relying on your faith and hard work. Okay. If you say so. Und jetzt? Hier geht's irgendwie nicht so wirklich weiter. Hatte ich tatsächlich gehofft, aber ich habe echt Schiss, was jetzt passiert, wenn ich zurückgehe. Irgendwas passiert doch jetzt. So, die Tür ist immer noch nicht offen. Hier ist nichts. Ach, da hinten ist eine Tür. Die sehe ich jetzt erst. Ach so, hier geht's einmal durch? Alles klar, da geht's nicht durch. Gut, ich wüsste doch nicht, warum ich dahin zurück sollte. Da hätte der Typ uns doch wieder erwischen können. Ganz schön dunkel hier drin. Na, es ist doch der perfekte Raum, um uns hier direkt in so ein Ding zu stecken. Hier drin ist mal wieder nichts. Nicht mal eine Batterie oder irgend so ein Scheiß. Gar nichts. Ich weiß ja nicht, ob ich das lustig finden soll. Und hier geht's wahrscheinlich gar nicht durch. Doch, geht's. Ach so, hier sind wir auf der anderen Seite. Alles klar. Oh, oh. Schon wieder so dunkel hier. Ich hätte gerne eine Batterie. Ich hätte wahnsinnig gerne eine Batterie. Will ich jetzt auch nicht weiter? Hä? Muss ich vielleicht... Oh, das war schwungvoll. Ich bin ein Vollidiot. Ich muss hier hoch. Gut, immerhin habe ich mich jetzt da hinten auch mal umgesehen. Das ist ja auch wahnsinnig viel wert. Aber es hat eindeutig zu lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass es hier weitergeht.
Oh, hopp. Jawohl. So. Gut, dann quetschen wir uns hier entlang. Weiter, 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 weiter. Oh, oh. Der Wall Rider. Hat sich aber gerade nicht für uns interessiert. Er ist einfach an uns vorbei. Ich werde mich darüber mit Sicherheit nicht beklagen. Geht's da rein? Nee. Geht's nicht. Da geht's rein. Gibt's hier hinten irgendwas? Ich brauche eine Batterie, Freunde. Hm. Geizkragen, Elende. So, wo sind wir hier? Saving. Da liegt eine Batterie. Gib mir die Batterie. Goddammit. Scheiße. Wie komme ich da ran? Verdammt. Ja gut. Ich würde sagen, wir belassen es dabei für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.